Einen Tag nach dem Großbrand auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Donnerschwee äußert sich der Investor zuversichtlich, den Zeitplan für den Einzug der Mieter einhalten zu können. Wir müssen das Dach komplett neu bauen, aber das Gebäude selbst hat keinen Schaden genommen, sagte Albert Weidinger am Freitag der NWZ. Anders als befürchtet gäbe es in den unteren Stockwerken kaum Schäden durch Löschwasser. Er gehe davon aus, dass die Mieter wie geplant im Dezember einziehen können. Die Polizei bestätigte am Freitag, Arbeiten am Dachstuhl hätten den Brand verursacht. Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens führten mit einem Brenner entsprechende Dachabdichtungen durch. Hierbei ist Isolierungsmaterial und in der Folge Dämmmaterial in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Bei dem Feuer, das am Vormittag ausgebrochen war, stand der Dachstuhl auf 150 Metern Länge in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften über Stunden gegen die Flammen. Menschen waren nicht zu Schaden gekommen. In dem umgebauten Kasernblock entstehen 58 Wohnungen.